26. Spieltag in der Verbandsliga Südwest. Im Meisterschaftsendspurt empfängt der Zweitplatzierte, der SV Alemannia Wald-Algesheim, den Tabellenführer, die zweite Mannschaft vom FK Pirmasens. Wie das Spiel läuft, seht ihr wie immer bei uns auf FUPA. Es entwickelte sich von Beginn an ein attraktives Fußballspiel. Wald-Algesheims Trainer André Weingärtner hatte das Ziel in der Vorwoche vorgegeben. 3 Punkte sollten her, um den Abstand auf Pirmasens auf 2 Punkte zu verkürzen. Und seine Mannschaft setzte es um. Die erste gute Gelegenheit verpasste Axel Neumann für die Alemannia in der 6. Spielminute. Auf Pirmasenser Seite zeigte Matthias Gietze im Kasten, dass er wohl heute einen glänzenden Tag erwischt hat. Wald-Algesheim weiter mit hohem Tempo, viel Aufwand und Zug zum Tor. Aber Pirmasens Defensive stark und ein ums andere Mal der bereits genannte Keeper Gietze. Dann die 3. Minute der Nachspielzeit in Halbzeit 1. Pirmasens im Angriff auf dem langen Pfosten lauert Christopher Ludi mit dem Pausenpfiff die Führung der Gäste 0:1. Ganz bitter für Wald-Algesheim. In Durchgang 2 Wald-Algesheim nicht mehr hundertprozentig auf der Höhe. Und in der 55. Minute kommt Florian Steinhauer per Kopf an den Ball, das 0:2. Wald-Algesheims Trainer Weingärtner stellte nach einem Doppelwechsel in der 57. Minute auf eine Dreierkette um. Er wollte den Druck erhöhen und nach einem Foul von Schuhstädter Frederik Eitel an Axel Neumann verwandelte Patrick Walter den fälligen Foulelfmeter. 1:2, der Anschluss. Sollte hier tatsächlich noch was gehen für die Alemannia? In der Folge viele Zweikämpfe und als erstes traf es den bereits erwähnten Axel Neumann. Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel in der 82. Minute. Und es kam noch bitterer. Auch Patrick Walter musste in der 93. Minute mit Gelb-Rot in die Kabine. Die letzte Aktion für die Alemannia. Nochmal mit 11 Mann im 16er der Pirmasenser. Aber auch die letzte Gelegenheit parierte FK-Torwart Matthias Gietze gekonnt. Mit 1:2 unterliegt Alemannia Wald-Algesheim in einem höchst ansehnlichen Verbandsligaspiel und muss damit alle Meisterträume aufgeben. Bei uns jetzt im FUPA-Interview Pirmasens-Trainer Sebastian Reich. Fazit zum Spiel: Die Mannschaft ist am Feiern. Ihr habt jetzt 8 Punkte Vorsprung ausgebaut. Von Ihnen 2, 3 Worte zum Spiel. Die Mannschaft hat auch was zu sagen. Ich glaube, mir muss man eigentlich gar nicht sagen, wie die Reaktion von den Jungs das zeigt. Also die Rückrunde alleine ist sensationell. Wir haben bis jetzt ein Spiel verloren, das war vor der Winterpause. Ansonsten alles gewonnen. Heute mit Sicherheit auch gegen einen Gegner gespielt, der alles reingeworfen hat. Der mit Sicherheit nicht schlechter war als wir. Wir hatten das Quäntchen Glück und waren ein bisschen abgezockter vor dem Tor. Generell ist es einfach überragend, wie es im Moment läuft. Nach dem 0:2, Ihr Kollege André Weingärtner hat dann umgestellt auf Dreierkette. Dann kam auch Wald-Algesheim tatsächlich auch gefährlich vors Tor, hat den Anschluss erzielt. Ihr habt aber defensiv wirklich überragend gut gestanden. Ja gut, also wir haben trotzdem noch Torchancen zugelassen, haben heute einen Torwart im Tor gehabt mit Matthias Gietze, der mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation richtig gut gehalten hat, in der ersten Halbzeit einen Freistoß aus dem Eck gefischt hat, in der zweiten Halbzeit Sicherheit ausgestrahlt hat. Es gilt keinen hier rauszuheben. Die Jungs haben alle richtig Gas gegeben und haben sich den Sieg verdient, genauso wie sie es die ganze Saison schon machen. Und das macht mich schon stolz. Alles versucht in der zweiten Halbzeit nochmal, auch umgestellt auf Dreierkette. Druck nach vorne gemacht, am Ende hat es doch nicht gelangt. 1:2 gegen Pirmasens, ein starker Gegner. Ja, der beste oder die beste Mannschaft der Liga. Und gegen so eine Mannschaft musst du dann einfach auch eine Top-Leistung zeigen. Und das haben wir nur, ja, ich sag mal so zu 50, 60 Minuten hingekriegt. Zweite Hälfte haben wir auch wieder gute Phasen gehabt, aber so richtig zwingend, dass man dann auch das Gefühl hätte da, weil wir hätten ja nicht einen Unentschieden gebraucht, sondern einen Sieg gebraucht. Und diese Überzeugung war irgendwie dann nach dem 0:2 auch nicht mehr so da. Dann kam er wieder zurück, aber es hat irgendwo dann auch gepasst, dass der Torwart zum Ende nochmal einen überragenden Kopfball aus dem Eck fischt. Also ich glaube schon, dass heute der gegnerische Torwart da eine zentrale Rolle eingenommen hat und trotzdem müssen wir uns gefallen lassen, dass wir es nicht geschafft haben, Pirmasens zu schlagen, was unser Plan war.